Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema Aszendent gehen, und zwar um deinen Aszendenten. Und als erstes mal, was ist überhaupt der Aszendent? Also, das ist das Zeichen, was am östlichsten Horizont in dem Moment deiner Geburt aufgegangen ist. Und deswegen nennt man das im Englischen eben auch dein Rising Sign. Und das stellt eben diesen Punkt dar, wo die innere Welt und die äußere aufeinander trifft. Und deswegen sind es solche Sachen wie unser Aussehen, unsere Körpersprache, wie wir mit der Welt interagieren und auf sie reagieren. Und auch so ein bisschen die Maske, mit der wir durchs Leben laufen, also unsere Persona. Es kann sein, dass du dich jetzt damit nicht so extrem identifizieren kannst, weil eben unser Horoskop aus ganz vielen verschiedenen Punkten besteht. Und eben auch die Aspekte unter diesen verschiedenen Punkten und Planeten einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Aber meistens kann man sich dann doch ganz gut erstmal in diesen grundlegenden Sternzeichen, Mondzeichen, Aszendent und so erkennen und ein bisschen reflektieren. Wenn du mehr über den Aszendenten oder generell die Astrologie wissen willst, dann verlinke ich dir hier mal meine Playlist Astrologie verstehen. Da findest du auch ein Video, wo ich dich ganz genau Schritt für Schritt durch astro.com führe. Da findest du erstmal deinen Aszendenten heraus. Dann gibt es da Videos eben zu den Big Three, zu Qualitäten, zu Häusersystemen und so weiter und so fort. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Und hier steigen wir jetzt einfach mal ein mit dem Aszendenten. Widder-Aszendenten sind unglaublich leidenschaftlich, intensiv, passioniert. Also das ist das erste Zeichen vom Zodiac-Ring. Und darum geht es auch eben ganz viel um die Selbstverwirklichung und ums Unabhängigsein. Und da geht es eben raus als allererstes so in die Welt und da ist so, hallo, hier bin ich. Sind oft Selbstständige, Freiberufler, Pioniere, die einfach in allem immer irgendwie eine Geschäftsidee sehen und immer wieder was Neues starten. Also es gibt ganz, ganz viele Ideen in deren Köpfen und überall sehen sie die Möglichkeit. Die haben auf jeden Fall eine sehr gute Anführerqualität, also sind sehr gut im Anstoßen und Organisieren und dann eher delegieren, weil die stoßen halt gerne was an und dann diese Durchführung wird oft langweilig für den. Also die wollen wirklich so diesen Nervenkitzel von diesem Anfangen. Und es kann manchmal sein, dass sie so ein bisschen manipulativ auch werden, weil die haben schon die Mentalität so work hard, play hard. Und da muss der Widder-Aszendent so ein bisschen aufpassen. Oftmals hat eben der Aszendent Widder auch schon in der Kindheit so ein bisschen unter den Geschwistern die Hosen angehabt. Oder jetzt eben im Freundeskreis bist du eher derjenige, der irgendwie das Restaurant aussucht oder entscheidet, welcher Film angeschaut wird oder irgendwie die Gruppe zusammenbringt, immer wieder Events an den Start bringt. Also auch da ist irgendwie so diese Führungsposition auf jeden Fall Teil von dir. Du liebst eigentlich jede Art von Herausforderung oder Nervenkitzel und Abenteuer. Also du hast einfach immer Bock, irgendwas zu spielen, wieder Neues auszuprobieren, irgendwelche Hobbys in die einzutauchen. Und ja, halt diese Neugier, dieses, ja, so das erste Zeichen, was eben so kommt und so, okay, lass hier mal die Welt erforschen. Und auch so Spieleabende oder so sind normalerweise auf jeden Fall dein Ding. Und du liebst es auf jeden Fall auch zu gewinnen. Ja, du bist eigentlich ständig auf der Suche nach irgendeiner neuen Herausforderung oder irgendeiner neuen Sache, die du ausprobieren kannst. Irgendwelche Informationen, die du aufsaugen kannst. Und das ist aber schon so, dass du eher so ein Einmalmacher bist. Also ein Buch wird einmal gelesen und dann nicht nochmal ein Videogame einmal irgendwie durchgezockt und dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Es geht dir wirklich darum, eben alles neu zu erfahren und wirklich aufzusaugen. Und diese Energie, die du damit natürlich ausstrahlst, ist auf jeden Fall so richtig ansteckend. Also deine Freunde sind auf jeden Fall extrem inspiriert dadurch, ne? Und du ziehst auch Leute an, du bist halt sehr sozial, du hast gerne irgendwie Gruppen um dich herum. Aber es gibt dann so Momente, in denen willst du eigentlich dich nur noch irgendwie von der Welt verstecken und es können so, ja, Tage oder Wochenenden oder vielleicht auch mal Phasen von Wochen sein, in denen du dich einfach von der ganzen Welt abschottest, irgendwie zu Hause vergräbst und ja, vielleicht irgendwie nur zockst oder nur liest oder irgendwie nur am Binge-Watchen bist oder so und gar keine Lust auf soziale Interaktionen hast, aber dann kommt halt immer so dieser innerliche Drang wieder raus, weil du musst halt raus. Also die Widder-Natur ist einfach so, raus in die Welt, in die Interaktion, ins Ausprobieren. Also du kannst diesen Drang eigentlich überhaupt gar nicht unterdrücken. Du hast ein extrem starkes Vertrauen in dein Bauchgefühl und deine Intuition. Und das ist auf jeden Fall mega wertvoll. Du bist sehr selbstsicher und du lässt dich nicht so leicht verunsichern. Also auch bei Kritik von anderen Leuten oder so, das lässt dich eher kalt. Also das
zieht dich nicht so runter wie andere Aszendentenzeichen. Und es kommt aber für andere Menschen manchmal dann sogar so ein bisschen selbstsüchtig oder irgendwie ein bisschen arrogant rüber. Aber eigentlich ist es gut, du solltest einfach wirklich auf dein Inneres vertrauen. Wenn man sich jetzt deinen Deszendenten anschaut, also was genau gegenüber liegt, dann ist es die Waage. Und das ist immer, das stellt so ein bisschen unseren Schatten dar, aber auch so ein bisschen das, was, ja, das, was uns triggert, aber das, was uns eben auch anzieht in anderen Menschen. Und auf der anderen Seite steht eben die Waage und die steht eben für Schönheit und Eleganz. Und von solchen Menschen fühlst du dich eben auch angezogen, ne? Dieses Graziöse und Grazile irgendwie. Die Menschen, die so eine balancierte und ausgeglichene Art irgendwie ausstrahlen, bei denen du halt eben auch mal runterkommen kannst, ne? Wo du dich beruhigen kannst, wo du runterfahren kannst. Und gleichzeitig nervt sich aber halt auch in anderen Menschen, wenn sie sich nicht entscheiden können, wenn sie nichts irgendwie für sich selbst machen können, ne? Wenn sie immer auch auf den anderen achten und immer alles abwägen. Irgendwie die Waage ist ja eher so ein Ja-Sager und du bist halt, du sagst nur Ja zu dir selbst. Du hast halt einfach einen sehr selbstfokussierten Lebensweg und da kannst du halt mit Kritik oftmals eben nicht so gut umgehen. Also das prallt zwar von dir ab irgendwie, aber du kannst es nicht wirklich integrieren oder nicht wirklich oft reflektieren. Und also die Selbstsüchtigkeit oder die Selbstsucht ist ja bei uns irgendwie in der Gesellschaft so ein bisschen negativ ausgelegt, während irgendwie so das Selbstlose sehr positiv angesehen wird. Und eigentlich ist ja beides neutral und beides kann schlecht sein und beides kann gut sein, weil die Selbstsucht bedeutet ja auch wirklich einfach nur, dass du wirklich hinhörst und darauf vertraust irgendwie, dass dein Gefühl dir sagt, was du brauchst. Und da kann ich nur sagen, good for you, weil du kannst dann wenigstens deine Grenzen irgendwie nennen. Die Selbstlosigkeit lässt Menschen ja ganz oft auch sich selbst verlieren und sollte eigentlich nicht so übergefeiert werden in unserer Gesellschaft. Trotzdem ist es gut, mal Ratschläge auch irgendwie anzunehmen, ein bisschen zu reflektieren, vielleicht Kompromisse zu finden, Nein zu akzeptieren und da einfach mal zu gucken, okay, ich kann nicht immer alles haben, was ich möchte. Und da vielleicht dann einfach nicht so stur zu reagieren oder über zu reagieren. Der Widder kann sehr impulsiv sein. Der Mars ist eben der herrschende Planet vom Widder und das ist ja auch der Kriegsgott sozusagen. Also der kann sehr, sehr harsch, sehr hart sein zu anderen. Im Großen und Ganzen weißt du aber halt einfach ganz genau, was du magst und das ist auch wirklich gut. Trotz alledem muss man aufpassen, dass diese temperamentvolle, sehr impulsive Art eben nicht überhand nimmt, ne? Und dieses rebellische Straightforward, was du dann halt hast, so ey, total ehrlich und den Leuten alles ins Gesicht irgendwie zu sagen, das kann man zwischendrin auch mal ausbalancieren irgendwie ein bisschen und dann mehr eben diesen Waageanteil, diese Schattenseite von uns auch in sich integrieren. Der Widder-Aszendent kann sehr hektisch sein, also so hibbelig und tollpatschig und dass er irgendwie oft stolpert oder sich irgendwie verletzt, gerade so im Bereich Kopf. Aber auch so Sachen wie so Schneiden oder so Beinwackeln und sowas sind so Sachen. Also der Widder tendiert schon dazu, irgendwie sich zwischendrin zu verletzen und da sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein bei manchen Sachen, gerade weil ihr ja dann auch so abenteuerlustig seid und adrenalingeil seid zwischendrin. Da der Widder ja sehr aktiv ist und eben auch sportlich, ist eben auch sein Körper meistens so gebaut. Also eher muskulös und breitere Schultern, auch einen aufrechten Gang. Oftmals haben die auch so was leicht Rötliches irgendwie, also sei es jetzt irgendwie so der Teint oder vielleicht die Haare irgendwie so ein bisschen rötlich oder Frauen tragen sehr gerne roten Lippenstift zum Beispiel. Männer haben auch oft sehr starken Bartwuchs. Gleichzeitig hat aber eben der Widder-Aszendent dieses ganz kindliche, aufgeregte und ja, schnelle, ne, husch, husch, so schnelle Bewegungen, vielleicht sogar schon so ein bisschen hektisch irgendwie zwischendrin. Und können ganz schlecht stillsitzen. Also die sind immer wieder am Aufstehen und rumgehen und irgendwas machen und so. Und ja, ganz schwierig, da mal wirklich Ruhe reinzubringen und mal wirklich gar nichts zu tun. Der Soul Purpose des Aszendent Widder ist auf jeden Fall, der Captain von deinem eigenen Schiff zu sein. Also du stürzt ja irgendwie so in die Welt hinein als das erste Zeichen. Und es geht für dich wirklich darum, einfach dich den Herausforderungen ohne Angst zu stellen. Probier dich aus, genieße die Erfahrungen, nimm sie in dir auf, lass dich nicht von anderen irgendwie aufhalten. Ergreife die Chancen, limitiere dich nicht selbst, ne? Probier es einfach alles aus und nimm die Welt in dir auf, erforsche sie und finde einfach, was dich wirklich von Herzen erfüllt.
Als prominente Beispiele habe ich hier noch Bette Midler einmal rausgesucht. Sie hat ja auf jeden Fall dieses leicht rötliche irgendwie in ihrer Ausstrahlung. Aber auch Barbara Streisand und Shakira, finde ich, sind wirklich sehr gute Beispiele, wo man sich den Aszendenten wieder irgendwie, ja, wo man den so sieht. Ich hoffe, dass dieses Video dir gefallen hat und dir ein bisschen weitergeholfen hat. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Lass mir gerne ein Like hier, einen Kommentar oder abonniere vielleicht sogar meinen Kanal. Namaste!